Es ist Dienstag, der 6. September 2022. Und das ist die Kirche von Oetz im Oetztal. Ich wandere zum Bitburger See. Am Beginn geht's der Ötztaler Ache entlang. Da rauscht das Wasser daher. Es geht bergauf. Am See angekommen. Er ist ja einer der wärmsten Badeseen Tirols. Aber die Sonne verschwindet demnächst hinter diesem Bergrücken. Es ist 3:30 Uhr Nachmittag am 6. September. Die Badeanstalt ist recht schön. Und das ist der Weg dem See entlang. Angekommen am Nordwestende vom See ist dieser letzte Blick zurück möglich durch Geäscht.
mit den letzten Sonnenstrahlen. Ich gehe zurück nach Ötz. In Ötz, am Fuße des Achakore, scheint noch länger die Sonne. Das war's für heute aus Ötz und Umgebung. Es ist Montag, der 3. Oktober 2022. Ich bin zurück in Ötz und heute erhebe ich mich in die Lüfte. In der Hoffnung, dass die Wolken aufreißen. Meine Annahme war richtig. Hier herum ist es wolkenlos. Die Bergstation ist auf 2020 Metern und ich mache einen ersten Schwenk rundum. Blick taleinwärts ins Ötztal. Der Bibburger See verschwindet unter dieser Wolkenbank. Und das ist die Blickrichtung Adelberg. In Bildmitte hinten der hohe Riffler. In Zeiten wie diesen gibt's natürlich einen Speichersee für die Beschneiung im Winter. Die Zugspitze ist von hier aus aber leider nicht zu sehen. Ich mache noch eine Wanderung höher hinauf. Auf diesem bequemen Weg. Auf dem nächstgelegenen Berg oder sagen wir Hügel, über dem Speichersee, ist die Aussicht auch nicht besser.
Der einzige Berg. Der zusätzlich ins Bild kommt, ist der sogenannte Birchkogel, jetzt in Bildmitte. Links dahinter, unten wäre das Inntal und rechts darunter das Kühtal. Mit Blick zurück auf den sogenannten Mohrenkopf gehe ich wieder hinunter. Es ist schließlich schon 2:30 Uhr Nachmittag. Und am Weg hinunter geht's vorbei an der sogenannten Bielefelder Hütte. Da kann ich mich stärken. Einen kleinen Kletterturm gibt's auch. Und diese Aussichtsplattform mit Blick ins Oberinntal. Und zwischen den beiden zweckentfremdeten Glockentürmen sehen wir den Tschirgant, die Felswände sind nach einem Bergsturz übrig geblieben. Der Bergsturz war vor 6.000 bis 7.000 Jahren und die Brocken liegen 10 Kilometer weit ins Ötztal hinein. Ich fahre mit der Bahn hinunter. Fliegen tue ich weniger gern. Und da wird im Sommer eine Schneekanone ausprobiert.
und erzeugt einen Regenbogen. Und am Ende des Tages mache ich noch eine kleine Bergtour. Nämlich hinauf zur Kirche. Nach einem Blick in die Kirche ein letzter Blick zurück hinauf zum Aacher Kogel. Das war's jetzt wirklich aus Ötz und Umgebung.
Es ist Freitag, der 7. Oktober 2022. Und heute besuche ich die Ötztaler Gletscher oberhalb von Sölden. Ich habe mit dem Linienbus bis auf 2800 Meter herauffahren können. Schöne, sonnige Skihänge. Aber schöner könnte das Wetter nicht sein. Oben angekommen. Oben ist auf 3249 Meter hat man gute Sicht auf die Wildspitze. Jetzt in Bildmitte und rechts darunter das Pitztaler Gletscherskigebiet. Rechts anschließend unten der Riffelsee und noch weiter rechts unten das Pitztal. Ich stehe hier auf einer schwankenden, weit auskragenden Aussichtsplattform. Die Aussichtsplattform ist circa 20 Meter frei auskragend. Es gibt auch für Skifahrer, nicht nur für den Linienbus, einen Tunnel hinüber zum Nachbargletscher.
Das hier ist der Tiefenbachferner. Und nebenan ist der Rettenbachferner. Den haben wir bei der Anreise vom Bus aus gesehen. Richtung Osten reicht die Sicht bis zum Hintertuxer Gletscher. Das ist im Zillertal. Und rechts anschließend sieht man beim heutigen Wetter auch die Dolomiten. Zwischen den Stützen, das sind die Geislerspitzen. Rechts anschließend der Sellerstock und der Langkofel. Und ganz rechts hinter dem Bergkamm im Vordergrund die Marmolata. So eine traumhafte Fernsicht wie heute ist sicher selten. Da habe ich großes Glück. Es hat mich nämlich der Zufall hierher geführt. Skifahren wäre heute natürlich auch schön. Und ganz rechts hinten das ist der Similaun Fundstelle vom Ötzi. Auf der Bergstation war keine Einkehrmöglichkeit. Die ist erst hier herunten an der Talstation. Aber die ist ja immerhin auf 2800 Meter. Und da kommt der Bus, mit dem ich wieder hinunterfahre.